Zur Durchführung der ultraschallgeführten axillären regionalen Nervenblockade wird ein Linearschallkopf im Untersuchungsmodus Nerven verwendet. Die Zieltiefe beträgt ungefähr 1 bis 2 cm bei einem Erwachsenen von 80 kg Körpergewicht. Der Arm des Patienten wird in Rückenlage im rechten Winkel gespreizt und der Ellbogen im 90-Grad-Winkel gebeugt. Der Schallkopf wird so hoch wie möglich in der Achselhöhle platziert und der Orientierungsmarker zeigt zum Kopf des Patienten. Führen Sie den Schallkopf langsam in eine laterale oder mediale Richtung, um die Arteria axillaris zu identifizieren. Die Arteria axillaris ist eine dunkle, runde, pulsierende Struktur mit einer echoreichen Wand. Die Venen der Achselhöhle liegen um die Arterienperipherie und können leicht komprimiert werden. Führen Sie den Schallkopf den Arm hinauf in eine proximale, körpernahe Position, sodass der Musculus teres major, der zur Kontrolle der Verteilung des Lokalanästhetikums während der Injektion beiträgt, posteromedial zur Arterie und den Nerven liegt. Bizeps und Musculus coracobrachialis erscheinen lateral der Arterie. Die medianen, ulnaren und radialen Nerven erscheinen als echoreiche, wabenähnliche Kreise, die die Arterie umgeben. Die Position der Nerven um die Arterie variiert. Der Schallkopf wird langsam lateral über den Bizeps und den Musculus coracobrachialis geführt. Der Nervus musculocutaneus ist zwischen den Muskeln als kleiner, heller, echoreicher Kreis oder als Dreieck sichtbar. Die Nadel wird 1 bis 2 cm lateral des Schallkopfes platziert und mittels Langachsentechnik eingeführt. Die Nadelführung verläuft durch den Bizeps Richtung Nervus musculocutaneus. Der Endpunkt der Nadelspitze ist unmittelbar neben dem Nervus musculocutaneus, wo 3 bis 5 Kubikzentimeter des Anästhetikums injiziert werden. Die Nadel wird dann weiter eingeführt bis unmittelbar hinter der Arterie. Während das Lokalanästhetikum injiziert wird, wird der Musculus teres major heruntergedrückt und das Lokalanästhetikum sollte sich medial und lateral unterhalb der Arterie ausbreiten. Die Nadel kann mittels Hydrodissektion vorgeschoben werden, um eine angemessene Ausbreitung des Lokalanästhetikums zu erleichtern. Zuletzt wird die Nadel zurückgezogen und vor die Arterie geführt. Das Lokalanästhetikum sollte über die Arterie injiziert werden, um mit einer die Arterie umfassenden Ausbreitung des Lokalanästhetikums abzuschließen.